Mit ihrer Teilnahme in Heidi Klums Castingshow Germany's Next Topmodel wurde Theresia Fischer 2019 bekannt, als eine der auffälligsten Kandidatinnen. Eine Tatsache sorgte schon damals für Diskussionen. Die 31-Jährige ließ sich 2016 ihre Oberschenkel operativ verlängern. 2022 dann die Unterschenkel. Mehr als 140.000 Euro ließ sie sich die Eingriffe kosten. Um stattliche 14 cm wurden ihre Beine insgesamt verlängert. Nun hat Theresia Fischer im Interview mit RTL über ihre, wie sie sagt, wahren Beweggründe für die Eingriffe gesprochen. Bislang hatte sie Mobbing in der Schulzeit als Grund angegeben. Jetzt überrascht sie mit dieser Aussage: Ich habe über Jahre gelogen. Nach Aussage der 31-Jährigen habe sie gefallen wollen. Dabei spielte sie laut RTL auf ihren Ex-Mann Thomas an. Er habe gesagt, das wäre doch toll, damit würdest du noch mehr herausstechen. Bei dem Interview anwesend war auch Theresias neuer Partner Stefan, ein 56 Jahre alter Zahnmediziner. Er erklärte, dass er sich für Theresia gewünscht hätte, dass sie den schmerzhaften Weg nicht hätte gehen müssen.